Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr seht, der Dicke ist wieder mit dabei. Er ist schon wieder sehr kuschelbedürftig, immer irgendwie, wenn ich mich schminke oder ein Video drehen möchte. Und müde ist er auch, wie immer. Okay. Heute möchte ich endlich mein Video abdrehen bezüglich meiner Pinsel. Dieses Video ist ja schon sehr, sehr lange angekündigt und ich komme jetzt endlich dazu, das Video komplett jetzt fertig zu drehen. Und ich hoffe, das Video wird dir gefallen und ja, wir fangen einfach mal an. Nur kurz zur Erklärung, also ich blende immer mal wieder den Pinsel, den ich dann gerade beschreibe, auch nochmal separat ein, damit ihr ihn etwas genauer seht. Ja, also ich werde das, denke ich mal, so aufgliedern, dass ich wirklich mit dem Pinsel anfange, mit dem ich auch die ersten Schritte in meinem Gesicht mache. Der erste Schritt, den ich nach meinem Prime dann im Gesicht mache, ist natürlich die Foundation auftragen. Und dafür habe ich insgesamt 4 Pinsel, wobei ich wirklich nur noch einen einzigen jetzt im Moment dafür benutze, um mein Make-up aufzutragen. Und zwar ist das von Zoeva, der 104 Buffer. Wie ihr sehen könnt, es ist ein sehr schön abgeflachter, dicker Pinsel. Also er ist wirklich sehr, sehr dick gebunden. Sehr, sehr schön, um wirklich das Make-up, die Foundation, wirklich sehr, sehr schön gleichmäßig im Gesicht zu verteilen und auch gleichzeitig etwas zu verblenden. Buffer natürlich, um das richtig schön in die Haut einzuarbeiten. Ich habe Anfangszeiten, habe ich auch sehr, sehr gerne einen anderen Pinsel von Zoeva benommen. Und zwar ist das die 125 Stippling. Dieser Pinsel hat unterschiedliche Borstenlängen. Also wie ihr seht, er hat ja eine weiße Borstenkante und halt diese dunkleren Borsten. Und dadurch lässt sich natürlich das Make-up auch sehr, sehr schön auftragen. Ich allerdings habe dann wirklich gemerkt, dass mit diesem Pinsel für mich nicht ein so schönes Finish entsteht wie mit dem Buffer-Pinsel, weil ich ja natürlich möchte, dass meine Haut richtig schön mattiert wird. Und mit diesem Pinsel habe ich einfach nicht dieses Ergebnis hinbekommen. Ich habe auch euch versprochen, Alternativen euch zu zeigen, um halt nicht unbedingt diese teuren Pinsel euch kaufen zu müssen, denn ein Zoeva Pinsel kostet einzeln im Schnitt zwischen 10 und 15 Euro. Es gibt natürlich auch verschiedene Sets, in diesen habt ihr auch sehr, sehr viele schöne Pinsel enthalten, aber diese kosten auch im Schnitt um die 50 bis sogar 120 Euro. Und eine Alternative von mir ist wirklich, diesen habe ich Anfangszeiten immer benutzt, ist von Evelyn, dieser Buffer-Pinsel. Dieser hat mir dann irgendwann nicht mehr gereicht, weil er eine wirklich sehr, sehr kleine Pinselfläche einfach nur hat. Aber dieser ist auch sehr, sehr schön dick gebunden und halt auch wirklich schön flach. Und mit diesem könnt ihr auch wirklich schön buffern. Also im Moment benutze ich diesen Pinsel nur noch zum Verblenden meiner Creme-Kontur, aber nicht mehr, um Make-up aufzutragen. Aber das ist eine wirklich gute, günstige Alternative für euch. Dieser kostet, glaube ich, bei DM um die 3-4 Euro. Und war mein Anfangsbegleiter durch und durch. Also wer mich auch schon länger mit Videos drehen kennt, der weiß, dass ich diesen in meinen Anfangsvideos auch immer zum Make-up benutzt habe. Eine weitere sehr günstige Alternative kommt von eBay. Und zwar ist das aus einem China-Shop, auch ein Buffer-Pinsel. Ich habe mir davon ein ganzes Set damals bestellt. Und zwar waren das 4 Gesichtspinsel und ich glaube 4 oder 5 Augenpinsel, also auch mit Blending-Pinsel und Rouge und Puder-Pinsel war mit dabei. Und ich glaube, dieses ganze Set mit 8 oder 9 Pinseln oder auch 10 Pinseln, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, hat um die 10 Euro gekostet. Und diese Pinsel sind wirklich auch sehr, sehr gut. Die Borsten sind sehr schön weich, sind auch sehr fest gebunden. Und damit habe ich auch sehr, sehr lange geschminkt. Ihr kriegt diese auch in verschiedenen Designs. Ich schaue mal bei eBay, ob ich diese Pinsel noch finde. Dann verlinke ich euch das in die Infobox. Also ihr werdet merken, wirklich 90 oder sogar 95% meiner Pinsel sind nur noch von Zoeva. Ich bin von diesen Pinseln restlos begeistert und ich benutze wirklich kaum noch einen anderen Pinsel. Und ein weiterer Pinsel aus meiner Collection ist die 122 Petite Stippling. Also das ist praktisch die kleine Version von dem Make-up-Pinsel, den Stippling, den ich ja auch habe. Und diesen benutze ich sehr, sehr gerne, um entweder mein
einen Concealer unter den Augen zu verblenden oder halt auch die Creme-Kontur nochmal richtig schön zu verblenden im Gesicht. Ansonsten benutze ich diesen Pinsel eher selten. Einen weiteren Pinsel, den ich von Zu Eva habe, ist die 102, der Silk Finish. Dieser Pinsel ist so ähnlich wie der Buffer-Pinsel, also er ist sehr, sehr fest gebunden, sieht aber eher wie ein Puderpinsel aus, da er diese runde Oberfläche hat. Und er ist sehr, sehr weich, sehr, sehr schön. Mit diesen arbeite ich sehr, sehr gerne im Sommer, wenn ich meine Puder-Foundation auftragen möchte. Dann kommen wir jetzt zu meinem Puderpinsel. Dieser ist ebenfalls von Zu Eva. Das ist die Nummer 106, der Powderpinsel. Dieser ist sehr, sehr schön. Er ist etwas kleiner als die anderen Pinsel und liegt aber trotzdem sehr, sehr schön in der Hand. Ist auch oben abgerundet und ist eher fluffig gebunden. Also dieser ist wirklich nicht sehr fest gebunden. Aber damit kann man wirklich sehr, sehr schön arbeiten mit dem. Ja, benutze ich für mein Puder. Ich benutze es aber auch sehr, sehr gerne, um meine Puderkontur vorzubereiten. Also ich setze damit nicht meine eigentliche Kontur, sondern ich bereite quasi mich darauf vor. Also wie soll ich das euch beschreiben? Also im Sommer benutze ich ihn sehr, sehr gerne, um meinen Bronzer im Gesicht zu verteilen, um halt etwas gebräunter auszusehen. Und jetzt bereite ich halt meine Wangenknochen auf die eigentliche Kontur vor, so damit ein leichter Schatten schon mal vorhanden ist auf den Wangenknochen und auch an der Stirn. Und danach kommt ein anderer Pinsel zum Einsatz, um die eigentliche Kontur dann zu malen. Dann kommen wir zu dem nächsten Pinsel, dieser ist auch wieder von Zu Eva. Das war, glaube ich, eine Special Edition. Und zwar ist das die 111, der Flawless Cover Pinsel. Dieser hat bunte Borsten, ist vorne angespitzt. Und diesen benutze ich sehr, sehr gerne, um meinen Concealer unter den Augen zu setten. Da gab es dann wieder in diesem eBay-Set auch eine günstige Alternative vom Pinsel her dazu. Also wie man sieht, er ist etwas dicker gebunden, aber auch schön vorne angespitzt. Er ist auch schön fest gebunden, also mit diesem kann man auch sehr, sehr schön den Concealer setten. Dann kommen wir jetzt zu den Konturen und ich habe ja vorhin schon gesagt, der Puderpinsel bereitet meine Wangenknochen, meine Stirn auf die Kontur vor. Und die eigentliche Kontur mache ich mit diesem Pinsel und zwar ist das die 109 Luxe Face Paint. Dieser Pinsel ist ein abgeflachter, breiter Pinsel, der oben auch wie ein Bufferpinsel aussieht. Und er ist auch schön fest gebunden. Und mit dem kann man super seine Kontur an den Wangenknochen zeichnen. Und als Unterstützung benutze ich für meine Nase die 142, der Concealer Buffer. Dieser ist halt ein abgerundeter, sehr fest gebundener Pinsel, ist eigentlich für Creme-Concealer gedacht, um diese halt zu verblenden unter den Augen oder meinetwegen auch auf den Augenlidern, machen ja auch sehr viele. Ich benutze diesen allerdings, um meinen Nasenrücken die Kontur zu verleihen. Damit kann man das sehr, sehr schön verblenden, finde ich wirklich toll. Den neuen Pinsel für meine Kontur habe ich mir jetzt erst gekauft, den habe ich definitiv nicht separat abgedreht. Und zwar ist das dieser Pinsel hier. Das ist die Nummer 114 Luxe Face Focus. Ich wollte gerne einen Konturpinsel haben, der wirklich richtig schön spitz zulaufend nach vorne ist. Also der wirklich eine sehr schmale Kante hat. Wie man sieht, er ist jetzt nicht ganz breit, so wie der normale Konturpinsel, den ich habe, sondern er läuft schon etwas spitz nach oben zu. Er ist sehr, sehr schmal und damit kann man sehr, sehr fein gerade so im hinteren Bereich die Kontur malen. Und mit diesen male ich auch sehr, sehr gerne auf meinem Nasenrücken die Kontur. So, dann kommen wir zu meinem Blushpinsel. Das ist die Nummer 127. Das ist der Luxe Sheer Chic Pinsel. Das ist ein eher schräg zulaufender Pinsel. Also der ist auf der einen Seite etwas flacher als auf der anderen Seite, also diese typische Blush-Form hat der Pinsel. Er ist fluffiger gebunden, er ist eigentlich weiß mit einer rosanen Spitze, möchte ich sagen, oder es ist einfach ein rosa von meinem Blush. Ja, und ich benutze ihn wirklich sehr, sehr gerne zum Blushen.
Wie gesagt, er ist richtig schön fluffig gebunden. Das gefällt mir sehr, sehr gut. In dem Set von eBay gibt es dazu auch einen Pinsel. Also wie man sieht, sie sind beide vorne schön abgeschrägt. Was ich bei dem Pinsel sagen muss aus der eBay Collection ist, dass er trotzdem sehr festgebunden ist. Mit ihm kann man aber trotzdem sehr, sehr schön arbeiten. Also ich habe trotzdem mit dem Pinsel auch immer sehr, sehr gerne meine anfangs Kontur gemacht, aber dann irgendwann auch meinen Blush aufgetragen. Und ja, fand ich trotzdem immer sehr, sehr schön, weil die Borsten sind trotzdem sehr weich, auch wenn sie fester gebunden sind. Aber wenn man sich dann reinfuchst, dann kommt man mit dem auch sehr, sehr gut klar. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingspinsel in letzter Zeit. Und zwar ist das die 105 Deluxe Highlighter Pinsel. Ich habe Highlighten für mich wirklich entdeckt. Ich habe es eine ganze Zeit lang so gut wie gar nicht gemacht. Und jetzt im Moment highlighte ich sehr, sehr gern. Ich glaube, das sieht man auch ein wenig in meinem Gesicht. Und der Pinsel ist wirklich sehr, sehr schön dafür. Ich habe anfangs immer so ein Fächerpinsel zum Highlighten genommen, hat sich für mich aber nicht so gut gemacht, weil ich das nicht so gezielt einsetzen konnte, wie ich es gerne wollte. Und von daher bin ich sehr, sehr froh, dass ich mir diesen Pinsel zugelegt habe, natürlich auch von zu Eva, und bin restlos begeistert von dem Highlighterpinsel. Schaut unbedingt auch bei meinem zweiten Teil rein, wenn es dann um meine Lidschattenpinsel geht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben freue ich mich auch. Über dein Abo freue ich mich natürlich auch. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Ich hoffe bei Teil 2. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ciao, eure Puppi.